dauert ja ewig. Was ist das? Oh, nein, nein, nein. So geht das nicht. Oh nein, die ist voll sauer. Was soll ich jetzt nur tun? Ich habe ja auch Snacks dabei, aber ich will die nicht wegwerfen. Okay, dann muss ich wohl jetzt alles aufessen. Einfach alles in den Mund schieben. Okay, das war das Erste. Weiter mit dem Nächsten. Oh, wie soll ich das nur alles rechtzeitig aufessen? Ihn, da hat sie einfach weggeschickt. Hey, Moment. Ich glaube, ich krieg die Snacks auf jeden Fall rein. Gut, dann ziehe ich meine Krawatte aus. Und nun kommt meine treue Klebepistole ins Spiel. Ich mache einfach zwei kleine Kleckse auf die Rückseite. Gut, und jetzt das Gummiband. Ich klebe die Rückseite voll mit Gummibändern. Sehr gut. Und nun schiebe ich da meine Schokoriegel rein. Sieh da, alle passen rein. Die Krawatte wieder binden und ich bin bereit. Versuchst du auch Süßigkeiten mit reinzuschmuggeln? Ich weiß nicht, du wirkst ziemlich verdächtig. Diese Lupe wird die Wahrheit zeigen. Hey, wir tragen ja die gleiche Krawatte, ausgezeichneter Geschmack. Also, viel Spaß beim Lernen. Ich hab's geschafft. Schaut irgendjemand her? Nope, das heißt, ich gönne mir einen Schokoriegel. Welchen möchte ich denn essen? Japp, der hier wird's sein. Und ich ziehe ihn einfach raus. Alles klar, die anderen werde ich mir für später aufheben. Wunderbar, Zeit für Schokolade. Ich finde, geschmuggelte Schokolade schmeckt noch besser. Wie könnte ich ohne Make-up leben? Vor allem nicht ohne meinen Lipgloss. Ich kann nicht genug davon bekommen. Aber nicht jeder Lippenstift ist gleich. Hat Madison ihren Verstand verloren? Hey, aus meinem kommt nichts raus. Oh, das schmeckt wie Gift. Was für eine Art Make-up ist das? Es ist Sirup, siehst du? Ja, essbares Make-up ist total angesagt. Ich wünsche mir ein glückliches Leben. Wow, ist der Gutschein für mich? Ein Gutschein für die Müllhalde? Danke, ihr seid die besten Eltern der Welt. Das ist die reinste Goldmine. Halt, stopp! Nope, ich habe einen Gutschein. Du kannst rein. Juhu! Ich bin so aufgeregt. Der Computer ist noch zu gebrauchen. Checkpot! Okay, wir sind bereit für den Testlauf. Dann mal weiter. Was zocke ich jetzt? Die andere Welt ist viel cooler. Wow, voll episch. Das Outfit ist auch besser. Yes. Das Kleid gehört mir. Cool, was für ein Schnäppchen. Ich brauche noch einen heißen Schlitten. Oh, das war schon etwas teurer. Was soll's? Oh, die Yacht gönne ich mir auch noch. Juhu. Ein Geschenk? Noch mehr Geld. Ich tanze im Geldregen, Baby. Wuhu. Wie buchstabiert man Pangea? Ich mache mir mehr Gedanken um das Mittagessen. Ich weiß, was mich über Wasser hält. Da ist nichts außer Verpackung. Und mein blöder Appetit. Ich werde wohl warten müssen. Oder ich kann in meinem Geheimversteck wühlen. Mein Lebensretter. Hallo, Sandwich. Ich habe das auch schon gegessen. Langsam wird's lächerlich. Die werden mich nicht satt machen. Ich habe jetzt richtig Hunger. Warte. Glaubst du, die schmecken noch? Früher auf jeden Fall. Was in aller Welt macht Rosie da? Was denke ich mir nur? Mein Hunger hat mein Gehirn vernebelt. Aber verzweifelte Zeiten rufen nach verzweifelten Maßnahmen. Komm her, kleiner Kerl. Bitte bring mich nicht um. Jetzt geht nichts mehr. Hey, Rosie. Rosie? Nein! Kein Hunger ist ein gekauter Kaugummi wert. Hey, ich brauche das.
Ich versau dir dein Essen ja auch nicht. Frag mich doch einfach. Das sollte dich über Wasser halten. Es sieht aus wie ein Lippenstift, aber schmeckt nach allem anderen als das. Da war der Kaugummi aber die sicherere Wahl. Vertrau mir einfach, okay? Riecht ziemlich gut. Dann nehme ich einen kleinen Bissen. Schmeckt richtig gut. Was für ein Make-up ist das? Du brauchst einen Block Käse und einen leeren Lippenstift. Drück den leeren Behälter in den Block. Und wenn er rauskommt, ist er voll mit köstlichem Käse. Vergiss nicht, die Kappe aufzusetzen. Das ist genial! Jetzt brauche ich nur noch Cracker. Gut, dass ich zwei dabei habe. Freunde, die zusammen Käse essen, bleiben sich immer treu. Ein kleiner Pinselstrich hier. Ich werde deine innere Schönheit festhalten. Einfach fabelhaft. Hallo, Liebling. Gib Mami eine Umarmung, Schnuffi. Endlich, mein Meisterwerk ist vollendet. Schatz, das ist dein bestes Bild bisher. Das gehört in eine Galerie. Was denkst du, Schnuffi? Nein, findest du Wasserfarben besser? Oh, sorry, Liebling. Solch scharfe Kritik. Ups. Heute ist nicht mein Tag. Ich habe alles gegeben. Ich bin so traurig. Runter mit dir, Schnuffi. Halb so wild. Du kannst dir immer Kunst kaufen. Wohl wahr. Schließlich bin ich reich. Wow, sieh dir das an. Schnuffi, du bist fantastisch. Fabelhaft. Schnuffi ist ein wahres Naturtalent. Der Kontrast zwischen Schwarz und Weiß. Einfach umwerfend. Wirklich sehr hübsch. Das rührt mich zu Tränen. Ist die Luft rein? Lass uns loslegen. Pass doch auf. Ich hätte mir einen anderen Partner zulegen sollen. Rein da jetzt. Hey, die Bude ist nicht übel. Komm rein. Uff. Hat gar nicht wehgetan. Bin nur auf dem Kopf gelandet. Jackpot! Wenn wir hier raus sind, sind wir reich. Nimm so viel mit, wie du tragen kannst. Diese Blumen sind entzückend. Was machst du denn? Aber er ist so süß. Nur wertvolle Sachen. Sorry, Boss. Hier liegt noch mehr Gold rum. Beeil dich, nimm alles mit. Echt jetzt? Wissen ist auch wertvoll. Siehst du das auch? Was ist das? Ich weiß es nicht, aber ich hab Schiss. Halt mich. Lass uns abhauen, schnell. Los! Was ist denn hier drinnen los? Alles okay, Schnuffi? Du meine Güte! So eine Unordnung! Was ist hier passiert? Oh, Schnuffi, da bist du ja! Mein armer kleiner Hund, alles okay? Ich habe mir solche Sorgen gemacht. Warum ist das Fenster offen? Ruhig. Hey, Ellie, schau mal. Ja, Madison, ich habe auch einen Klebestift. Nein, schau, wenn die Kappe ab ist. Oh, dein Klebestoff ist rot. Meiner ist klar. Nein, Ellie, schau. Das ist kein Kleber. Ich kann so viel rausziehen. Es ist so dehnbar und lustig. Cool, ich hätte auch gern etwas Schleim zum Spielen. Oh, du kannst es so dünn dehnen. Snackzeit. Ew, du isst Schleim? Lecker. Madison, hör auf, das zu essen. Du wirst noch krank. Keine Sorge, Ellie, das ist kein Schleim. Schau, ich habe einen Klebestift genommen und den Kleber entfernt. Perfekt, kein Kleber mehr drin. Nun zu den Gummibärchen.
Ich habe sie einfach mit meinem Föhn geschmolzen. Oh, sie werden ganz klebrig. Das ist lustig. Okay, jetzt kommt der nächste Schritt. Ich brauche den Klebestift und die geschmolzenen Gummis. Zeit, es einzugießen. Es ist wie ein großer Tropfen. Fülle es bis ganz nach oben. Erledigt. Jetzt die Kappe. Sieht aus wie normaler Kleber. Schau, Madison, ich habe meinen eigenen gemacht. Schau dir diese dehnbare, gummiartige Füllung an. Schau, wie ich es durch meine Finger drücke. Zeit zum Essen. Hey, lass sie uns zusammendrücken. Das ist eine endlose Dehnung. Lass uns einen Bissen nehmen. Was ist da drüben los? Oh, nichts. Das ist nur unser Kleber. Kleber? Das ergibt ja gar keinen Sinn. Ups. Wow, wir sehen super profimäßig aus. Wofür sind die hier? Schau mal. Wir müssen nur das Rad drehen. Die erste Farbe ist rot. Wir sollen unsere Augen geschlossen halten? Das geht doch nicht. Aber wir müssen es wohl versuchen. 1, 2, 3, los! Wow! Kein Zurück mehr. Ich glaube, so sieht sie aus. Bin ich noch in den Linien? Ich habe ein gutes Gefühl dabei. Ich fange immer mit dem Gesicht an. Dann male ich drumherum. Ich hoffe, ich habe blau erwischt. Wow, sie gibt sich echt Mühe. Was sie nicht sieht, wird sie nicht stören. Als ob ich das mit geschlossenen Augen machen könnte. Das sieht doch schon ganz gut aus. Ich finde, das läuft bei mir. Wie sieht's bei Annie aus? Sie hat ihre Augen offen? Du verstößt gegen die Spielregeln. Warte, genau wie du. Das ist... Ein berechtigter Einwand, schätze ich. Okay, jetzt machen wir es richtig. Los! Ich weiß echt nicht, was ich tue. Aber ich habe das Bild in meinem Kopf. Und es sieht ziemlich gut aus, würde ich sagen. Fertig? Wow! Zeit zum Wenden. Cool! Schau mal! Wow! Ach, was soll's. Das sieht echt aus wie... Naja, du weißt schon. Sollen wir... Müssen wir? Wie schlecht kann der schon schmecken? Riecht schon gut. Der Geschmack? Nicht besonders. Geht's dir gut? Ekelhaft. Ist deiner wenigstens besser? Finden wir es heraus. Oh Mann. Der ist eigentlich gar nicht so schlecht. Willst du was? Na, okay. Danke. Mal sehen. Das ist köstlich. Beurteile ein Buch nie nach seinem Einband. Und das sind die besten Süßigkeiten. Oh nein, sie sucht nach Snacks. Ich glaube, sie hat eine Art Zauberstab, um Snacks zu finden. Oh nein, nicht die Gummibärchen. Was mache ich denn jetzt? Ich will meine Gummibärchen nicht verlieren. Ich muss sie irgendwo verstecken, wo man sie nicht findet. Vielleicht passen die ja in meine Schuhe. Okay, ich schieb einfach alles unter meinen Pulli. Oh, nichts davon funktioniert. Oh, diese Bücher sind so schwer. Nein, mein Globus. Er ist kaputt. Was soll ich nur tun? Okay, warte, Globus. Ich bin gleich wieder da. Hey, dieser Globus ist die perfekte Lösung. Alles klar, Globus. Du kommst mit mir. Hallo, Ma'am. Ich möchte bitte zum Unterricht. Nun, ich muss dich erstmal nach Essen scannen. Oh, ich hoffe, mein Plan geht auf. Sieht so aus, als hättest du nichts. Okay, du bist sauber. Gute Idee übrigens, einen Globus mitzubringen. Mal sehen, steht die Lehrerin mit ihrem Rücken zu mir? Dann mache ich den Globus mal auf. Und dann schließe ich ihn wieder. Yes, das ist der beste Schokoriegel ever. Oh, wow, Madison ist da drüben. Die sieht so hübsch aus. Ich denke, ich sollte endlich diesen Bären schenken. Dann weiß sie, dass ich sie mag. Und los geht's!
Oh, er kommt mit einem süßen Bären zu mir. Warte, der wirklich? Oh, komm schon. Oh, daran habe ich noch nie gedacht. Schau dir den nochmal an. Auf keinen Fall. Was? Warum? Schau doch nur, wie der angezogen ist. Du hast was Besseres verdient. Naja. Und außerdem, der ist total pleite. Wie wollte er was unternehmen, wenn er kein Geld hat? Ja, vielleicht hast du recht. Und drittens, er ist ein absoluter Loser. Ja. Sind alles gute Punkte. Ja, das ist der richtige Schritt. Madison, stopp, hör mir zu. Er hat so gute Eigenschaften, wie du übersiehst. Er hat dir diesen Bären besorgt, stimmt's? Er weiß offensichtlich, dass du Bären magst. Vergiss auch das nicht. Ihr seid Freunde. Und aus Freunden werden die besten Paare. Oh, das stimmt. Und er ist eindeutig Hals über Kopf in dich verliebt. Er liebt dich und wird dich wie eine Göttin behandeln. Ich? Eine Göttin? Oh mein Gott. Ja, du hast recht, kleiner Engel. Nein, Madison. Ich habe einen Bären für dich, weil ich weiß, dass du Bären magst. Oh, vielen Dank. Ich liebe ihn. Aber warte mal eine Sekunde. So ist es besser. Wollen wir zusammen zum Unterricht gehen? Das ist wahre Liebe. Oh, du Engel. Das nächste Mal werde ich gewinnen. Gott, ich habe einen solchen Hunger. Unser Moment ist gekommen. Wir können der beliebtesten Schülerin helfen. Wenn ich ihr Essen gebe, werde ich vielleicht auch berühmt. Hey, willst du einen Schokoriegel? Schokolade? Nicht interessiert. Und vielleicht etwas Gesundes? Einen Apfel oder Saft? Nein, danke. Und was sagst du zu Burger, Pommes oder einer Fanta? Machst du Witze? Jeder weiß doch, dass ich auf Diät bin. Okay, das ist meine große Chance. Enttäuscht mich nicht, Milch und Kekse. Bitte, greif zu. Ja, darauf habe ich Lust. Was, wirklich? Sie wählt die Milch und Kekse? Danke, das hat gut geschmeckt. Juhu, es hat ihr geschmeckt. Schon viel besser. Heute muss mein Glückstag sein. Die anderen schauen in die Röhre. Diesen Tag werde ich nie vergessen. Diesen Keks werde ich in Ehren halten. So glücklich war ich noch nie. Ah, so erfrischend. Ich vermisse es zu texten. Aber das muss erst einmal reichen. Gute Reise. Schau, wie es runtergespült wird. Hier stinkt's gewaltig. Ich hab's. Mal sehen. Burger, betende Hände, Ausrufezeichen, Nachricht erhalten. Ich kann das nicht in meinen Händen tragen. Eine angemessene Verkleidung ist notwendig. Gut, dass ich schöne lange Haare habe. Erledigt. Ist auch irgendwie niedlich. Und los geht's. Wo bleibt sie? Endlich! Ich bin hier drüben. Es ist alles hier oben, verstanden? Normalerweise beschwerst du dich über Haare im Essen. So gut. Bist du bald fertig? Hallo, Schokofinger. Sieht aus, als hast du alles. Leckere Finger. Das war mit Sicherheit die lustigste Folge. Ich frage mich, wo er hingeht. Oh mein Gott, yes! Was ist denn hier los? Oh, guck mal, eine Puppet-Party. Los gehen wir. Wow, dein Puppet ist so süß. Ich hab meins auch, also los.
Oh, da ist ein Türsteher. Und Essen oder Getränke sind nicht erlaubt. Aber unsere Süßigkeiten, was sollen wir machen? Ich will unbedingt auf diese Party. Hey, ich glaube, wir können rein mit unseren Süßigkeiten. Guck, wir nehmen einfach deine Puppet-Handy-Hülle. Und ich lege hier das Bild einer Kameralinse rein. Und dann füllen wir es mit Skittles. Ein Skittle in jede Puppet-Mulde. Wir müssen ja an unserem Süßigkeitenvorrat arbeiten. Und jetzt zur Schokolade. Ich habe sie geschmolzen, damit wir sie gießen können. Ich verteile sie einfach über die Skittles. Super, das sieht perfekt aus. Sie ist hart, das heißt, sie ist fertig. Sieht aus wie ein ganz normales Telefon. Nice, du bist echt clever. Also gut, gehen wir. Du kannst rein. Hast du das Schild nicht gesehen? Kein Essen oder Getränke. Na los, verschwinde. Ich hab mein Puppet. Geh rein. Ha. Ich habe noch nie eine Puppet-Handy-Hülle gesehen. Sehr cool. Viel Spaß auf der Party. Hm, sieht aus, als wäre niemand in der Nähe. Zeit für mein Jumbo-Puppet. Wow, hier sind so viele Puppets. Komm her und hilf uns hier bei dem Großen. Die beste Party aller Zeiten. Wir haben den Stapelwettbewerb gewonnen. Du stellst einen neuen Rekord auf. Hey, willst du tauschen? Okay. Denkst du, was ich denke? Snacktime! Tada! Es wartet auf uns. Die Puppet-Hülle lässt sich einfach abziehen. Wie ein selbstgemachter Schokoriegel. Es ist köstlich. Nimm dir was. Hey Leute, wir haben Süßigkeiten reingeschmuggelt. Kommt, nehmt euch was davon. Wow, TikTok macht heute echt einen drauf. Aber dieser Brokkoli nicht so sehr. Oh, Gemüse down. Wie bist du denn da drunter gekommen? Oh, ein bisschen staubig. Hab ich da einen Lolli gesehen? Den habe ich vor einem Jahr mal verloren. Madison, du hast mich gefunden. Nein, meine Diät. Oh, so nah dran. Grünzeug ist besser für mich. Hey, ich schmecke viel besser. Wem mache ich hier was vor? Ich hätte gern eine süße Erdbeere. Und der Lolli ist in perfektem Zustand. Du weißt, du willst mich. Fang doch morgen mit deiner Diät an. Vielleicht nur ein paar Mal lecken. Yep. Eindeutig die bessere Wahl. Salat kann ich auch noch später essen. Gib mir deine Liebe. Moment, ich kann mich beherrschen. Aber ich dachte, du liebst mich. In schwierigen Zeiten braucht es besondere Maßnahmen. Gib der Zuckerversuchung nach. Zucker. Du wirst ohne ihn sterben, Madison. Ich brauche den Zucker. Ganz genau. Schau mich an. Nur einmal kurz lecken. Okay, aber nur einmal für den leckeren Geschmack. Willkommen zu Hause. Noch ein ganz kleines Stückchen. Diesen Lolli lecke ich bis zum Ende ab. Ich esse nie wieder Brokkoli. Ich bin so glücklich. Hey Schnuffi, wer ist dein braver Junge? Du bist einer. Ich habe ein Leckerli für dich. Nur das Allerbeste für dich. Guten Appetit. Hä? Da hatte wohl jemand Hunger. Oh! Ich meine, wie bist du da hochgekommen? Du hast deinen alten Herrn echt erschreckt. Okay, du kannst noch mehr haben. Noch mehr? Lass es dir schmecken. Wow, Schnuffi, vergiss das Schlucken nicht. Liebling, ich bin bereit. Worauf bin ich denn da gerade gestiegen? Hm, lag das schon immer hier rum? Wieso riecht das nach Kacke? Ekelhaft. Hä? Noch mehr Münzen? Sie führen in diese Richtung. Ich sollte dem nachgehen. Hier riecht es echt übel. Der Gestank wird immer schlimmer. Igitt! Das
Das muss ich beseitigen. Schnuffi ist wohl noch nicht stubenrein. Moment mal. Das wäre doch toller Schmuck, oder? Meine Mädels werden so neidisch sein. Los, Schnuffi, iss alles auf. Ich brauche noch mehr Gold. Ein genialer Ring. Wenn da nur nicht der ekelhafte Gestank wäre. Das brauche ich nicht. Das auch nicht. Nope. Immer her damit. Yes! Aha, reich sein macht echt durstig. Das ist interessant. Wofür das wohl gut ist? Der Eisstiel wird bestimmt nützlich sein. Ich habe eine Idee. Fülle die Form mit Wasser. Gib Lebensmittelfarbe hinzu. Rühre das alles gut um. Fülle jede Form mit Wasser und Lebensmittelfarbe. Dann steckst du einen Eisstiel in jede Form. Das kommt jetzt in den Gefrierschrank. Warte, bis alles gefroren ist. Das sieht toll aus. Die muss ich sofort ausprobieren. Die soll man aber nicht essen. Damit malt man auf Papier. Zuerst male ich einen Kreis. Und ein paar Striche ringsherum. Das habe ich verdient. Echt lecker. Was machst du da? Hast du noch nie Eis am Stiel gegessen? Okay. Malen hat mir schon immer gefallen. Eine kleine Wolke. Ich wage einen kleinen Schleck. Oh, das schmeckt gut. Oh, warte mal. Lass uns das mit Limo runterspülen. Ui, danke. Das riecht so gut. Das ist es. Du brauchst eine leere Glasschale. Darin gibst du Gelatinepulver und Limo. Du brauchst nicht viel von der Gelatine. Jetzt gut umrühren. Rühre um, bis sich die Gelatine auflöst. Nun füllst du eine Spritze mit der Mischung. Dann brauchst du ein sauberes Poppet. Wir füllen das Poppet mit der Limo-Mischung. Fülle jeden Kreis auf und achte darauf, dass nichts daneben geht. Warte, bis die Mischung fest ist. Wenn sie fest sind, hast du leckere Snacks. Und was sagst du? Wow, die sehen toll aus. Bedien dich. Mal sehen, wie die schmecken. Sowas von gut. Oder? Was dann? Hallo, wie geht's? Ich muss los. Ich muss dich zuerst scannen. Versteckst du hier was? So ein Mist. Den habe ich mir für später aufgehoben. Gib sie her. Fein. Hier sind sie. Bist du jetzt glücklich? Geh einfach. Egal, wo war ich? Hey, hier drüben. Nimm meine Kopfhörer. Hallo? Was? Ich habe keinen Besuch erwartet. Kein Essen, ne? Mach sie auf. Ja. Ich habe solche Plastikdeckel genommen und sie besprüht. Dann habe ich sie hier befestigt. Siehst du? Die perfekte Größe für einen Donut. Cool, oder? Und sie sehen total echt aus. Hab's kapiert. Du hast meine Lieblingssorte. Ich habe mich wie verrückt danach gesehen. Bist du bereit? Es ist Wassermelonzeit. Wow, die sieht so gut aus. Schön frisch. 3, 2, 1, los. Dieses Wettessen werde ich definitiv gewinnen. Niemals. Sie ist viel schneller als ich. Fertig, ich habe gewonnen. Irgendwas passiert mit mir. Ich hole lieber auf, damit ich hier nicht zurückbleibe. Hey, schau dir mal diesen coolen Ort an. Oh. Dann mal los. Oh yeah. Was? Die Verbindung ist unterbrochen? Da kann man nichts machen.
Immer noch nichts. Wie viel Zeit ist vergangen? 2%? Wuhu! Oh, falscher Alarm! Noch ein paar Minuten Pause. Das bedeutet, es ist noch Zeit, sich zu stärken. Nice. Ich habe auch ein paar Süßigkeiten mitgebracht. Ich brauche definitiv noch einen Zuckerrausch. Ach, dann eben nicht. Hallo? Können wir das bitte wegstecken? Na gut. Wenn es sein muss. Ich hoffe, dass ihr alle eure Hausaufgaben gemacht habt. Sie scheint beschäftigt zu sein. Ich brauche nur einen kleinen Bissen. Wie bitte? Kein Essen während des Unterrichts. Ich habe es nur bewundert. Wo war ich? Wie macht Rosie das nur? Das ist genial. Der alte Ärmeltrick, das sollte erstmal reichen. Ich kann das nicht mit meinem Cupcake machen. Wo kann ich ihn verstecken? Ob meine Bürste den Job erledigen kann? Ich glaube, ich kann es irgendwie schaffen. Was? Ich zeig dir ein Geheimnis. Denkst du, was ich denke? Ich bin total auf deiner Wellenlänge. Entferne die Borsten von der Bürste und steck deinen Cupcake obendrauf. Erinnerst du dich an die hier? Wenn du einen Stick zerbrichst und ihn in den Kuchen steckst, sieht es aus wie eine Bürste. Sie wird keinen Verdacht schöpfen. Mir läuft schon das Wasser im Mund zusammen. Was? Madison! Nur zum Entwirren, Frau Lehrerin, wirklich. Oh, ich brauche wohl eine neue Brille. Ich sehe schon wieder Cupcakes. Guten Appetit. Wer braucht schon eine Pause, wenn du im Unterricht essen kannst? Gut gemacht, Mädchen. Hatte der Wolf scharfe Zähne, aber er hatte auch ein weiches Herz. Und als die Prinzessin sein Fell streichelte, lag er ihr zu Füßen. Und von diesem Tag an waren sie für immer zusammen. Oh, sie ist eingeschlafen. Ich deck sie noch richtig zu. Und jetzt auf Zehenspitzen rausschleichen. Oh nein, das war zu laut! Oh, bitte wach nicht auf. Puh, sie schläft weiter. Mist, ich habe ihre Puppe kaputt gemacht. Sie wird so sauer sein, wenn sie das sieht. Oh Mann, was soll ich nur tun? Ja, ich weiß, was ich mache. Komm her, Püppchen, wir reparieren dich wieder. Lass mich nicht im Stich, lieber 3D-Stift. Diesmal brauche ich dich wirklich. Ich versuche es wie Fischschuppen aussehen zu lassen, damit die Meerjungfrau noch echter aussieht. Und jetzt ganz unten die Flossen. Für den Anfang nehme ich Gelb. Ich glaube, das passt ganz gut. Aber ich benutze viel Gelb, weil ich will, dass es hübsch wird. So, und jetzt noch der finale Touch. Noch ein bisschen Gelb hier oben. Und ich bin fertig. Oh, die ist echt super süß geworden. Ich denke, das Ergebnis wird ihr gefallen. Ehrlich gesagt bin ich ziemlich stolz auf mich. Ich lasse ihre Puppe einfach hier, damit sie sie findet. Schlaf schön. Und jetzt nochmal aus dem Zimmer schleichen. Der Wolf will Kirscheiscreme. Oh, schau dir das ganze Zeug an. So süß, oder? Happy Birthday, Jennifer! Ich habe etwas ganz Besonderes. Tada! Oh, ich liebe Teddys. Danke. Alles für meine beste Freundin. Machst du ein Foto von uns? Oh, das wird so bezaubernd. Hm, irgendwas stimmt hier nicht. Was? Gib mir mal den Bären.
Okay, vertrau mir einfach. Ich pose einfach alleine? Nicht wirklich. Bist du jetzt bereit? Und Action! Ich sehe dann einfach hübsch aus. Willst du sehen? Ziemlich cool, oder? Jetzt hat er deine Größe, siehst du? Das ist unglaublich! Er ist riesig! Da bist du ja! Bin gleich wieder da! Hier wohnt sie? Das ist voll krass! Hä? Ist da jemand? Hallo? Da ist niemand. Okay, echt seltsam. Das ist nur deine Einbildung. Es gibt keine Geister oder Monster. Etwas hat mich gerade berührt. Ah! Die Roboter lehnen sich auf. Nicht mit mir. Nimm das. Was war das? Was ist da los? Du entkommst mir nicht. Oh, hey Mickey. Wieso schlägerst du dich mit dem Staubsauger? Dem Staubsauger? Ja, jetzt muss ich wohl aufräumen. Schau mal, was ich habe. Willst du probieren? Das sind die besten. Ich mag das Blaue. Ich nehme dich. Rein mit dir. Einfach den Deckel zumachen. Das macht am meisten Spaß, sie zu quetschen. Oh, das fühlt sich gut an. Das Zeug kommt in die Wolke rein. Ich quetsche es hinein. Und jetzt warte ich. Mache so lange mein Make-up. Das sollte reichen. Das ist so spannend. Oh, der ist so süß. Und so knuffig. Cuteness Overload. Das könnte ich den ganzen Tag machen. Nam nam! Kannst du ein Foto machen? Lächeln! Lass los, das ist meins! Ups! Eine Ananas? Wo kommt die denn jetzt her? Ich glaube, ich habe eine Idee. Nimm ein Stück Pappe und schneide so eine Form daraus. Nimm ein Glätteeisen und ein kleines Quadrat aus Schaumstoff. Lege das Stück über eine Kreisschablone und drück eine Murmel hinein. Mache eine Mulde in den Schaumstoff. So ist es perfekt. Mache so viele, wie du Löcher in der Pappe hast. Trage nun essbaren Kleber auf der Pappe auf. Rundherum, am Rand entlang und zwischen den Löchern. Lege den Schaumstoff darauf und drücke es zusammen. Drehe die Pappe um und lege das andere Stück Schaumstoff darauf. Drücke vorsichtig die Wölbungen durch die Löcher. Schneide aus Schaumstoff einen Rand aus. Wickle diesen um die Pappe. Befestige noch weitere Streifen horizontal darauf. Schneide noch Blätter aus grünem Schaumstoff aus. Ein tropisches Ananas-Poppet. Es funktioniert. Das macht so Spaß. Hier, versuch du's mal. Nicht so schnell. Das ist nicht die Verdächtige. Aber die hier schon eher. Wir haben unsere Verdächtige. Ich meine Ananas. Oh je, ich hoffe, ich sehe gut aus. Du siehst sehr gut aus, Madison. Was für Hammerlippen sie hat. Einen Moment. Oh, dieser Atem wird eine Ziege töten. Entschuldige bitte. Wo ist denn nur mein Kaugummi? Ich hoffe, das funktioniert. Alles gut hier drüben. Wo kommt denn dieser Gestank her? Bingo! Diese Bakterien ruinieren alles. Nicht unter meiner Aufsicht. Ich hab dich gar nicht gesehen, Bubblegum. Ha, versuch's doch, Lady. Das wird sehr einfach. Oh yeah! Ha. Oh nein, das schaffst du nicht. Mehr hast du nicht drauf? Gegen meine Macht kommst du nicht an. Boom! Verfehlt. Nun, ich wärme mich gerade erst auf. Nimm das. Oh Mann, die sind echt schnell. Aber nicht schnell genug. Okay, das war's dann mit Miss Nice Gum. Moment, das Ding ist ja riesig. Ha! Niemand legt sich mit mir an. Alles schön sauber? Du bist bereit.
Hat's geklappt? Yes! Okay, was wolltest du gerade sagen? Ich habe meine Aufgabe erfüllt. Willkommen im Club! Ha? Nein! Hoffentlich sehe ich okay aus. Ich mache den ersten Schritt. Es ist soweit. Unser erster Kurs. Mal sehen. Wow, check das mal aus. Ich habe auch eins. Nur, dass meins natürlich Regenbogenfarben hat. Hey, ich glaube, meins kann man essen. Essen? Wirklich? Das ist ja mega cool. Hat er gerade versucht, mir sein Herz zu geben? Nein, ich wette nicht. Ich sollte aufhören, mir darüber Gedanken zu machen und lieber meins probieren. Sieht köstlich aus. Moment, ist das nur stinknormaler Gummi? Oh, das lässt sich nicht mal dehnen. Schätze, es ist doch nichts zum Essen. Oh, sehr schade. Aber immerhin kann ich noch damit spielen. Ich weiß nicht, irgendwie macht das gar nicht so viel Spaß wie sonst. Oh, sie sieht so traurig aus. Da muss ich doch was machen. Hey, schau mal. Willst du was von meinem Herz abhaben? Wow, ja voll gern. Vielen Dank. Wow, es bricht so leicht ab. Oh Gott. Oh, schaut sie euch an. Sie sieht so glücklich aus. Macht mich glücklich, das mit ihr zu teilen und dass sie das größere Stück bekommen hat. Es ist so gut. Ich will noch einen Bissen. Wow, warte mal kurz. Du musst dir deinen neuen Look im Spiegel anschauen. Neuer Look? Was meinst du? Oh mein Gott. Jetzt bist du auch schwarz-weiß, genau wie ich. Perfektes Match. Denkst du wirklich? Ich finde, wir geben ein gutes Paar ab. Ich verstehe diese Spielsachen nicht. Wow, das Ding kann man langziehen. Papa, was machst du da? Hey, ist das Brause? Du kennst die Regeln. Her damit. Oh, Papa, du bist so gemein. Hey, okay. Da hast du einen Becher. Trinke lieber Wasser. Wasser ist nicht so gut wie Brause. Ich komme nicht mal ran, um mir was einzufüllen. Unfair, das funktioniert nicht. Ich habe Durst und du hast meine Brause. Oh je, du kommst nicht an das Wasser ran. Nicht weinen. Sieh her, das ist eher was für dich. Hör auf zu weinen und probiere es aus, Mäuschen. Warte mal, ist das ein kleiner Spender für mich? Yippie, ich habe gerne mein eigenes Zeug. Dafür brauche ich aber einen Mini-Becher. Das Wasser läuft in den Becher. Juhu, jetzt trinke ich aus dem Mini-Becher. Siehst du, dein Papa tut alles für dich. Wasser trinken ist viel besser. Ich sehe den Sinn in diesen Spielsachen einfach nicht. Er ist weg. Und da steht meine Sprite. Ich fülle sie einfach in diese Flasche. Sieht aus wie Wasser. Schon fertig. Zeit für meinen Mini-Becher. Lecker. Brause schmeckt besser als Wasser. Mäuschen, erklärst du mir diese Spielsachen? Ich raff's einfach nicht. Oh, eine Party. Was ziehe ich an? Das sieht gut aus. Hä? Oh nein! Kein haariger Look. Wow, fast so wie Bigfoot. Dagegen muss ich etwas tun. Geh ran. Hallo? Ich brauche Ihre Hilfe. Okay, worum geht's denn? Sind Sie bereit? Anziehen, bitte. Keine Designermarke, aber okay. Das könnte etwas wehtun. Gleich fertig. Das war's schon. Wow, das hat gar nicht wehgetan. Hier ist Ihre Bezahlung. Okay, danke. Das Ding ist stärker als erwartet. Ich muss los. Was ist denn mit ihr los? Meine Haare! Ich habe eine Glatze! So kann ich nicht auf die Party. Ich freue mich schon auf die Party. Wie ein Urwald. Ich sollte mich rasieren. Habe ich denn keinen Rasierer hier? Doch, da ist der. Oh, der hat die besten Tage hinter sich. Was ist hier noch so drin? Oh, eine neue Rasierklinge.
aber ich brauche einen Griff. Hm, die könnte nützlich sein. So dürfte es funktionieren. Ich stecke die Gabel in die Rasierklinge. Meine Beine sind in 0,0 glatt. Vorsichtig. Das war knapp. Mit dem Arm bin ich fertig. Endlich fertig. Hätte besser laufen können. So viele Schnitte und Pflaster. Ich muss wohl daheim bleiben. Wie immer. Du lieber Himmel, der Film ist ganz schön gruselig. Geister sind echt zum Fürchten. Zum Glück gibt es keine echten Geister. Ich habe erstmal genug von Horrorfilmen. Oh nein. Was ist das? Ah! Ein Geist! Ich muss weg! Yes! Mein Plan hat funktioniert. Gut gemacht, kleiner Helikopter. Oh, Popcorn. Ich gönn mir mal eins. Da sind also die Schlüssel. Genau das, was ich gesucht habe. Hey, ich habe den Schlüssel. Was? Her damit! Den gibt's nur für eine Gegenleistung. Kein Problem, wie wär's mit einer Tüte Gummiwürmer? Das wird nicht ausreichen. Pokey, nice. Aber auch das reicht nicht. Oh, Oreos, was hast du noch? Das ist alles, was ich hab an Snacks. Ich hoffe, das reicht. Guter Wurf. Okay, das genügt mir. Hier ist der Schlüssel für deine Zelle. Das könnt ihr vergessen. Den Schlüssel nehme ich. Ich bin unschuldig. Das war alles ihre Idee. Wen meinst du? Ich sehe niemanden. Ich brauche Verstärkung. Snacks, Snacks, Snacks aus Snacks sind das Beste. Jellybeans und Pringles zur gleichen Zeit sind klasse. Oh nee, da kommt jemand. Oh, ich muss das alles verstecken, sonst gibt's Ärger. Nicht sicher genug. Ich brauche ein besseres Versteck. Ja, das wird auf jeden Fall funktionieren. Hm. Ah, der kommt schon klar. Okay, ich lege den Pulli so aus. Und jetzt kommt die Füllung. Rein mit euch, Snacks. Das ist der einzige Weg, um euch zu schützen. In diesen Pulli passen eine Menge Chips und Süßigkeiten. Jetzt nur noch so positionieren, dass es so aussieht, als ob er schläft. Hey, sei leise da unten. Und jetzt schnell ins Bett. Okay, Kate, es scheint... warte, was ist das für ein Geräusch? Hm, da war wohl nichts. Mein Arm geht es heute schon viel besser, Herr Doktor. Okay, dann lass uns mal deine Temperatur messen. Sieht gut aus. Dann schaue ich gleich mal nach meinem anderen Patienten. Nee, bitte. Der schläft doch und er will nicht gestört werden. Wecken Sie ihn nicht auf. Es hat ewig gedauert, bis er eingeschlafen ist. Ah, okay. Danke, dass du mir Bescheid gesagt hast. Ich sehe später nach ihm. Oh, das war ganz schön knapp. Hm, aber es hat funktioniert. Ich gehe jetzt zurück zu meinen Snacks. Ich denke, ich nehme einen von diesen. Hey, was mit mir? Ach du meine Güte, dich hätte ich ja fast vergessen. Hier, für dich. Gut, dass ich genug zum Teilen habe. Krankenhäuser sind gar nicht so schlecht. Wie buchstabiert man Pangea? Ich mache mir mehr Gedanken um das Mittagessen. Ich weiß, was mich über Wasser hält. Da ist nichts außer Verpackung. Und mein blöder Appetit. Ich werde wohl warten müssen. Oder ich kann in meinem Geheimversteck wühlen. Mein Lebensretter. Hallo, Sandwich. Ich habe das auch schon gegessen. Langsam wird's lächerlich. Die werden mich nicht satt machen. Ich habe jetzt richtig Hunger. Warte. Glaubst du, die schmecken noch? Früher auf jeden Fall. Was in aller Welt macht Rosie da? Was denke ich mir nur? Mein Hunger hat mein Gehirn vernebelt.
aber verzweifelte Zeiten rufen nach verzweifelten Maßnahmen. Komm her, kleiner Kerl. Bitte bring mich nicht um. Jetzt geht nichts mehr. Hey, Rosie. Rosie? Nein! Kein Hunger ist ein gekauter Kaugummi wert. Hey, ich brauche das. Ich versau dir dein Essen ja auch nicht. Frag mich doch einfach. Das sollte dich über Wasser halten. Es sieht aus wie ein Lippenstift, aber schmeckt nach allem anderen als das. Da war der Kaugummi aber die sicherere Wahl. Vertrau mir einfach, okay? Riecht ziemlich gut. Dann nehme ich einen kleinen Bissen. Schmeckt richtig gut. Was für ein Make-up ist das? Du brauchst einen Block Käse und einen leeren Lippenstift. Drück den leeren Behälter in den Block. Und wenn er rauskommt, ist er voll mit köstlichem Käse. Vergiss nicht, die Kappe aufzusetzen. Das ist genial! Jetzt brauche ich nur noch Cracker. Gut, dass ich zwei dabei habe. Freunde, die zusammen Käse essen, bleiben sich immer treu. Die Aktie bringt Geld ein. Guten Morgen, Mami. Hast du gut geschlafen? Wie ein Stein. Das freut mich. Ausreichend Schlaf und Essen ist wichtig. Deswegen hat unser Koch etwas Gesundes gezaubert. Köstlich. Iss auf, Schatz. Stimmt etwas nicht? Austern? Die esse ich nicht. Na schön, was willst du denn? Jedenfalls keine Austern. Vielleicht ein Croissant? Sag das doch gleich. Meine Prinzessin soll alles kriegen, was sie will. C'est magnifique. Das schmeckt vorzüglich. Bonjour. Hallo, ich möchte Ihr bestes Croissant für meine Kleine bestellen. Aber natürlich, gar kein Problem für mich. Sieh nur, das Croissant ist schon da. Vielen Dank, lass es dir schmecken, Liebling. Ja, das ist viel besser als eklige Austern. Danke, Mami. So lecker. Es freut mich, dass es ihr schmeckt. Schokolade. Oh, sieh nur. Ihre Schokoladenseite. Das muss ich festhalten. Stell dich daneben. Fromage. Das war zum Schießen. Zutaten? Morgen, Liebling. Guten Morgen, Mami. Setz dich. Mami macht dir gleich Frühstück. Ist das alles? Davon werde ich nicht satt. Oh je, schon leer? Dann muss ich wohl verhungern. Moment mal, hier war doch noch etwas. Überlass das, Mami. Fertig, ein schmackhaftes Sandwich für meinen Liebling. Wow, das sieht toll aus, Mama. Ich muss sofort reinbeißen. Das schmeckt so gut. Freut mich, wenn es dir schmeckt. Letzter Treffer war klasse. Was zum? Beschütze mich, ich habe Angst. Siehst du das auch? Wow, wie cool. Schau mal, wie toll das aussieht. Das ist aber mickrig. Mein Geschenk gefällt mir besser. Hä? Noch eine Box? Okay, so bleibt es spannend. Darin ist bestimmt etwas Tolles. Noch eine Box, ein tolles Spiel. Yeah, sieh dir das an. So viele Fidget-Röhren. Was hast du bekommen? Das ist nicht lustig. Doch, irgendwie schon. Wow, so biegsam. Oh, jetzt miteinander verbinden. Wie lang kann ich es ziehen? Wow, echt lang. Und was ist mit dem hier? Moment mal, das bringt mich auf eine Idee. Nicht schon wieder. Hey. Was ist das? Ah! Hey, Madison. Du hättest dein Gesicht sehen sollen. Du bist so kindisch. Und was ist in der Box? Echt jetzt? Strohhalme? Was will ich damit? Viel Spaß damit. Was soll's? Für irgendetwas werden die schon gut sein. Ich habe eine Idee.
Schneide das Ende des Strohhalms ab und lass nur den biegsamen Teil übrig. Dasselbe machst du mehrmals. Mini-Fidget-Röhren. Die sind aber süß. Sieht fast so aus wie ein Wurm. Das macht Spaß. Cool, du hast ja auch welche. Her damit, da. Lass uns etwas ausprobieren. Jetzt haben wir einen Riesenwurm. Und ich habe winzige Hände. Genau wie ich. Sieh. Ich gewinne. Gleich nochmal. Absolut genial. Du bist so klug. Sehr schön, Spätzchen. Spiel einfach weiter. Ich liebe Gummibärchen. Sie sind so weich. Mein Pop-It ist kaputt. Mama! Schon gut. Hol dir einfach ein anderes. Perfekt. Dann kann ich jetzt essen. Oh, wer kann das sein? Hey, wie geht's? Hast du die letzte Folge gesehen? Ich weiß. Ich konnte es auch nicht glauben. Oh, ich muss mein Essen nochmal aufwärmen. Ich schiebe nur schnell meinen Teller in die Mikrowelle. Ich weiß, die nächste Folge wird bestimmt genauso gut. Mama, wo sind meine Gummibärchen? Ich will deinen ekligen Fraß nicht. Nein, nein, nein. Ich habe den falschen Teller genommen. Meine Gummibärchen. Oh nein, sie sind alle geschmolzen. Die reinste Gummibärchenpampe. Du hast sie versaut. Meine Gummibärchen. Warte, ich habe eine Idee. Ich stelle den Teller einfach hin und schiebe die Stäbchen in die Gummisuppe. Einmal ringsherum. Dann noch in Form bringen und aushärten lassen. Die sind super geworden. Spatzi, hör auf zu weinen und nimm einen. Oh wow, ein Lutscher. Lecker! Der schmeckt wie meine Lieblingsgummitiere. Danke, Mama. Du bist die Beste. Wo ist die Patientenakte? Mann, ich bin am Verhungern. Keine Snacks erlaubt? Die Ärztin! Hier gibt es nichts zu sehen. Dreh dich um. Ich befolge die Anweisungen der Ärztin. Ich habe nichts, siehst du? Hände? Ah, klar doch. Ah, wie macht sie das? Das wird eng. Was ist mit deinen Handflächen, Fräulein? Meine Handflächen? Nichts, siehst du? Brauche ich eine neue Brille? Ich sehe wohl Dinge, glaube ich. Geh rein. Oh nein, er rutscht. Nein! Ist das etwa ein Lutscher? Du verschwindest hier! Darf den nicht vergessen. Kinder! Darauf war ich nicht vorbereitet. Mein Shirt. Ob ich das Ding damit tarnen kann? Das klappt auf jeden Fall. Ich brauche nur doppelseitiges Klebeband. Dann klebe ich den Lutscher einfach drauf. Ist das clever, oder was? Das sieht sogar ziemlich cool aus. Machen wir den Test. Nicht so schnell. Dreh dich um. Ich will deine Arme sehen. Nichts siehst du? Interessant. Dann geh weiter. Das hat total geklappt. Gut, dass ich dieses Shirt heute anhabe. Ich liebe teure Autos. Papi hat mir versprochen, mir so eins zu schenken. Und so eins. Bis es soweit ist, spiele ich mit diesen. Rum, da flitzen sie los. Oh nein, pass auf.
Seht nur! Wow, ein Einhorn! Das ist echt cool! Ich weiß! Na warte du! Wie komme ich an mein eigenes Einhorn ran? Huh? Wie benutzt man diese Dinger? Verwandelst du mich in einen Frosch? Nein? Vielleicht später. Zuerst muss ich das hier machen. Sei nicht so neugierig. Huh, was ist hier drin? Das war keine gute Idee. Mehl? Och, Menno. Du siehst lächerlich aus. Was soll's? Moment mal. Seit wann habe ich diese Ballons? Oh ja, das ist es. Das bringt mich auf eine Idee. Du brauchst einen Ballon. Und einen Trichter, den du so hinstellst. Stülpe den Ballon über den Trichtereingang. Dann drehst du den Trichter um. Nun brauchst du etwas Mehl. Fülle das Mehl mit Hilfe des Trichters in den Ballon. Das sollte reichen. Klopfe auf den Trichter, damit das Mehl in den Ballon geht. Nimm den Trichter ab und knote den Ballon zu. Zieh den Knoten fest zu. Mit einer Schere schneidest du den Ballonzipfel ab. Wiederhole das mit Ballons in anderen Farben. Dann brauchst du Seifenwasser. Lege die Ballons in die Schüssel. Bewege sie im Wasser, damit sie schön nass sind. Nimm die Ballons heraus und trockne sie. Sei vorsichtig. Wir wollen nicht, dass die Ballons platzen. Soweit, so gut. Drücke die Ballons vorsichtig zusammen und sie werden aneinander kleben. Das hat funktioniert und fühlt sich richtig lustig an. Wer braucht schon teures Spielzeug? Von wo hat sie das denn? Das sieht cool aus. Wenigstens habe ich meine Autos. Brumm, brumm. Okay, hab das Gefühl, dass ich wieder Glück habe. Warte kurz. Wir machen es zusammen auf. 3, 2... Eieiei, 1! Ja, eins meiner Lieblingsspeisen. Milch und Kekse. Lecker. Sieht so knusprig aus. Hey, ich fass es nicht, dass du mich so verrätst. Oh. Ich wollte mit dir zusammen aufmachen. Whatever. Oh cool, ich habe auch Nachtisch mit Getränk. Makronen und Saft. Das ist so schön bunt. Pfeh, wer will schon Regenbogengebäck? Schokokekse und Milch sind viel nicer. Schokokekse und Milch. Oh hey, du verletzt meine Gefühle. Ich bin ja so wütend. Meine Kekse wurden beleidigt. Ich raste aus. Ich verrate dir ein Geheimnis. Deine Kekse sehen schrecklich aus. Oh, jetzt zeige ich es dir. Was hältst du von diesem Move? Kann ich auch. Dann probier doch mal das hier. Du meinst diesen Move, den du so cool findest? Pippi einfach. Na gut, na schön. Dann kommt jetzt mein Super-Move. Nimm das. Ernsthaft? Das ist dein Super-Move? Naja, egal. Ich verschwende nicht noch mehr Moves bei dir. Moment mal, der Keks. Natürlich, so werde ich sie schlagen. Hey, juhu. Hier drüben. Toll, meine Makrone kannst kaum erwarten. Na gut, die ganze Creme auf einer Seite. Voila, perfekt geteilter Keks. Das soll dein super toller Move sein? Kann ich schon lange. Oh nein, meine Makrone ist voll zerquetscht. Deine Makrone war wohl doch zu fein für meinen ultimativen Move. Nein, ich kann das auf jeden Fall. Pass auf. Warte, ich habe noch mehr übrig. Nein, die gehen immer einfach kaputt. Tja, das hast du davon. Hab ich dir doch gesagt, du kannst das nicht. Und jetzt meine Belohnung. Ab mit euch ins Milchbad. Mh, so gut. Das sind immer noch meine Liebsten. Ja, eine sehr gute Kombi. Kekse mit Milch. Naja, bestimmt schmecken meine immer noch gut. Dann probiere ich es halt einfach. Aber die fallen einfach auseinander. Das ist unfair. Wo bleibt sie? Da bist du ja. Das ist für dich. Wofür ist das? Das will ich nicht. Ich habe mein eigenes dabei. Okay. Bitte von meiner Schokoladenseite. Ist das Licht in Ordnung? Ja. Jetzt sind Gewichte dran. Oh, das zieht richtig. Gutes Bild. Das reicht. Zeit für etwas Core-Work. Bereit? Das ist so anstrengend. Oh, nices Foto. Ich hab's. Okay, stopp. Das reicht wieder.
so ein gutes Workout. Hier, dein Handy. Ist das dein Ernst? Die Fotos sind das allerletzte. Was soll das? Wie sieht es denn hier aus? Dann mal los. Ich bin bereit. Was macht die Hose dort? Mann, bin ich faul. Hey, ich habe eine Idee. Wenn ich die Jeans über die Tür hänge, die Türe schließe und dann den Besen durch die Gürtelschlaufen stecke, kann ich daran Pull-Ups machen. Das ist echt anstrengend. Wow, das war gut. Ich sehe schon Muskeln. Und noch eine Übung. Ich stelle den Stuhl so hin. Das ist voll anstrengend. Wow! Das Tuch wird nützlich sein. So trainiere ich meine Beine. Juhu, morgen gibt es Muskelkater. Und der Boden ist sauber. Na, das war ein gutes Training. Das ist der beste Geburtstag meines Lebens. Und jetzt kommt mein Geschenk. Alles Gute. Oh, wow, für mich? Ich bin so gespannt. Du wirst es mögen. Das ist voll erwischt, du bist voll erschrocken. Warum hast du das gemacht? Hey, komm zurück. Nimm das Bild von mir. Aber das ist für dich. Lass mich in Ruhe. Die ist so flauschig, schau doch. Geh weg, ich hasse Spinnen. Komm nicht näher. Dieser Luftballon bringt mich auf eine Idee. Guck dir das an. Warum hast du das gemacht? Ziemlich cool, was? Ich mach's nochmal. Meine Luftballons, du machst meinen Geburtstag kaputt. Papa! Das könnte ein Fehler gewesen sein. Liebes, bist du okay? Was ist passiert? Erzähl Papi alles. Chris hat meine Luftballons kaputt gemacht. Warte kurz. Ich weiß, was hilft. Nimm das hier. Nein, Papi. Ich will Luftballons. Das war blöd. Okay, wie wär's damit? Das will ich nicht. Du machst es mir schwer. Aber ich denke, ich habe eine Idee, die klappen wird. Schneide einen Schlitz in einen Luftballon und schieb einen neuen Ballon hinein. Dann nimmst du einen Trichter und füllst den inneren Ballon mit Glitzer. Glitzernde Sterne. Am Ende musst du nur noch Wasser einfüllen. Zum Glück haben wir diesen Trichter. Sobald der Ballon voll ist, knote ihn zu und binde eine Schleife drum. Und dann drücken. Süße, Papi hat ja etwas für dich. Was ist das? Das ist fantastisch! Die finde ich toll! Danke, Papi! Keine Ursache, Liebes! Super Papi hat es wieder getan! So, und wo ist Chris? Ich will auch ein. Moment mal. Essen verboten? Als ob. Halt! Was hast du da in deiner Hand? Oh, das ist nur etwas Süßes. Essen verboten. Nicht mal ein bisschen? Lässt du dich umstimmen? So viel Kohle für dich. Richtig viel Asche. Nur für dich. Für mich? Nein. So ein Jammer. Oh, endlich ist sie weg. Oh, eine Nachricht. So ein hartnäckiger Bursche. Oh, das ist meine Chance. Run! Halt! Meine leichteste Übung. So eine Gemeinheit. Oh, einen Augenblick. Das könnte die Lösung sein. Du schon wieder? Hast du noch nicht genug? Das ist für dich. Ein Geschenk? Oh, danke. Bitte, trete ein. Geschafft. Ich bin einfach genial. Süßigkeiten. Ich liebe diesen Job.
Oh, hey! Ich liebe deine Kette! Wow! Ja, das ist eine Sonderanfertigung. Pass gut auf! Schmecken tut sie auch. Wow! Darf ich? Klar, nur zu! Echt gut! Ein Kuchen und eine Kerze. Das wird ihr bestimmt gefallen. Kaum zu glauben, dass ich das mache. Juhu, ein Geburtstagskuchen. Ich wünsche mir etwas. Happy Birthday, bla bla bla. Hurra. Wow. Es ist der Gedanke, der zählt. Okay, mein Part ist getan. Was man nicht alles tut. Lächerlich. Die Zeiten ändern sich wohl. Okay, mal sehen, was das ist. Scheint sauber zu sein. Irgendwas stimmt aber nicht. Ich sollte besser nachsehen. Mal sehen, was hier drin ist. Oh, ein Teddybär. Der ist aber süß. Das macht mich so wütend. Ist der für mich? Haben Sie mein Geschenk geöffnet? Wie gemein. Oh, so kuschelweich und süß. Endlich habe ich einen Freund. Was ist das? Die gehört mir nicht. Wow, du hast tolle Wimpern. Moment mal. Ein toller Geburtstag. Oh, das fühlt sich so gut an. Nun das andere Auge. Was für ein Unterschied. Endlich Pause. Zeit zu essen. Hier, nimm. Geh weiter. Ist das alles? Mehr nicht? Ja, nun geh schon weiter. Entschuldigung, darf ich kurz vor? Ich verhungere. Also hast du dich gerade echt vorgedrängelt? Was soll's, nicht mein Problem. So, jetzt bin ich dran. Eine Portion bitte. Aus dem Weg, ich bin dran. Na mach schon, ich hab Hunger. Hey, ich war als Erste hier. Er hat sich vorgedrängelt. Okay, aber jetzt bin ich wirklich dran. Hey du. Das ist meins. Danke. Und ich nehme noch ein Sandwich dazu. Die Schülerin habe ich hier noch nie gesehen. Oh, das Essen ist alle. Was? Ihr verarscht mich wohl. Dann nehme ich eben das. Hi, meine Freundin wartet da vorne in der Halle auf mich. Oh, ich bin so froh, dass du mich besuchen kommst und Snacks mitgebracht hast. Warte, warte, niemand darf die sehen. Ich habe dir eine Menge Lutscher mitgebracht. Ich weiß, wie groß deine Lust auf Süßes ist. Oh, du bist die Beste, vielen Dank. Mist, wie soll ich denn an dem Arzt da drüben vorbeikommen? Es muss doch was geben, was ich tun kann. Wenn ich einfach vorbeigehe, bemerkt er auf jeden Fall meine Süßigkeiten. Dann schreit er mich wieder an. Ja, aber vielleicht kann ich mich unter seinem Tisch entlang ducken. Och nee, dafür ist er zu schlau. Was ist, wenn ich so tue, als wäre ich schwanger? Ach ja, der hat diesen Snack-Scanner. Der Bonbonbauch wird also auch nicht funktionieren. Kate, ich habe dir immer wieder gesagt, dass Snacks hier nicht erlaubt sind. Und dann schreit er mich noch mehr an. Ich hasse es, wenn er mich anbrüllt. Oh, der schreit mich sogar schon in meiner Vorstellung an. Okay, weißt du was? Zeit für drastische Maßnahmen. Snacks in die Hose. Niemals wird er meine Hose nach Süßigkeiten durchsuchen. Okay, verhalte dich einfach ganz natürlich, Kate. Lass sie nicht misstrauisch werden. Och nee, die Süßigkeiten sind aus meinem Hosenbein gefallen. Warte mal, das bringt mich tatsächlich auf die Lösung. Ich stecke sie einfach in die Löcher meiner Crocs. Stopp, Kate. Ich muss dich auf Snacks untersuchen. Gut, du kannst zurück in dein Zimmer gehen. Diese Patientin ist wirklich komisch.
Okay, ich bin wieder in meinem Zimmer. Oh, das hat super geklappt. Ich habe all meine Süßigkeiten reingeschmuggelt. Mal sehen. Ich denke, ich werde dich zuerst lutschen. Dieser Krankenhausaufenthalt ist schon viel besser. Und ich habe noch mehr für später. Wie soll ich denn das alles halten? Ich habe nicht genügend Taschen. Ich werde das nie an ihr vorbeischaffen. Nee, das wird nicht klappen. Es sei denn... Diese Taschen habe ich total vergessen. Stopp! Hast du Essen dabei? Mal sehen. Was ist das denn? Ausgestopfte Unterwäsche? Aha. Na gut. Zufrieden. Ich wurde erwischt. Ach, was soll ich denn jetzt machen? Hey, das könnte die Lösung sein. Nimm eine mittelgroße Schüssel, füll sie mit Süßigkeiten und steck sie in deine Hose. Stopp! Mal sehen, was du versteckst. Nichts, hm? Huh? Wow, das kriege ich aber so schnell nicht aus dem Kopf. Uhu, geschafft! Was für ein glückliches Ende, nicht wahr? Huh? Oh mein Gott! Komm schon! Hey, will jemand Schokolade? Das ist die beste Party. Lass uns etwas Gutes sein. Oh, eine Mystery Box. Was da wohl drin ist? Ich bin ja so gespannt. Der Gewinner beginnt. Okay. Ja, gewonnen. Na toll, verloren. Was da wohl drin ist? Pass doch auf. Oh, sieh mal. Wahnsinn, was ist das? Ich zeig's dir. Dafür brauche ich nur ein Blatt Papier und einen Stift. Der Stift kommt hier rein. Und schon kann's losgehen. Cool, oder? Total cool. Ich kann gar nicht wegschauen. Jetzt bin ich. Okay, hier. Du bist dran. Das wird voll krass. Los geht's! Hört das nie auf? Mir wird schon schwummrig. Reicht das nicht? Was machst du denn? Ich brauche mehr, noch viel mehr. So hypnotisierend. Hier, nimm. Chris, könntest du vielleicht... Hey, sehe ich vielleicht aus wie eine Pinnwand? Lass das! War ich das? Ups, ich gebe dem Spielzeug die Schuld. Mein Umhangwächter. Bitte sehr. Danke. Genieß dein Bad. Mann, ich stink wie eine Scheune. Na, so ist das wohl. Mann. Ach nee, okay. Was? Hey, wo ist das Handtuch? Mann, das ist doch lächerlich. Dieser Koffer besteht aus feinstem Gold und Silber und beinhaltet sehr teure Simple Dimples. Das ist so cool. Da bist du neidisch, was? Oh, das macht echt Laune. Das könnte ich ewig spielen. Echt lustig. Oh, das sieht spaßig aus. Du hast noch nicht alles gesehen. Jetzt füge ich noch etwas Glitzer hinzu. Damit fülle ich die Dimples. Das sollte erstmal reichen. Jetzt drücke ich drauf. Das ist toll. Den Koffer sollte ich immer dabei haben. Schaust du her? Mach das nochmal. Wie du willst. Silber, das ist eine meiner Lieblingsfarben nach Gold. Juhu.
Ein letztes Mal noch, weil es so lustig ist. Zu Hause habe ich einen Glitzerraum. Sie hat so ein Glück. Was ist das? Vielleicht kann ich mit dem alten Papier Spaß haben. Lege ein Blatt Papier vor dich auf den Tisch. Lege eine Klebebandrolle auf das Papier und fahre sie nach. Nimm sie weg und male ein Emoji-Gesicht in den Kreis. Male dein Lieblings-Emoji. Vergiss nicht, bunte Details hinzuzumalen, damit es noch schöner aussieht. Schneide den Kreis vorsichtig aus. Mach oben einen Schnitt in den Smiley. Falte die Ecken übereinander, damit sich das Papier wölbt. Befestige es mit Klebeband. Schneide eine 8 aus dem Papier, schneide die Kreise aus und befestige die Emojis daran. Lege eine weitere 8 oben drauf und befestige sie mit Klebeband. Mein eigener Simple Dimple ist fertig. Das funktioniert super. Fröhlich? Traurig. Hey, das ist eine gute Idee. Wie sehe ich aus? Voll lustig. Echt cool. Wow, das sieht toll aus. Lass es uns öffnen. Ja. Oh. Ist nicht wahr. Ich liebe Einhörner. Das gehört mir. Nein, Chris. Schau mal da drüben. Da ist doch gar nichts. Oh, ist das alles, was übrig ist? Was? Keine Ahnung, wovon du redest. Dann ist das wohl meins. Na toll. Was ist das denn? Das ist ja klasse. La la la, so flauschig. Das will ich haben. Kannst du das auch? Oh, wie langweilig. Moment mal, ich habe eine Idee. Nimm eine Schüssel mit saugfähigen Kugeln. Gieße Wasser hinzu. Warte, bis die Kugeln vollgesogen sind. Als nächstes brauchst du eine leere Flasche und einen Trichter, um die Kugeln einzufüllen. Jetzt schüttest du einen aufgeblasenen Ballon über die Flasche. Dreh die Flasche um und fülle den Ballon. Lass die Luft aus dem Ballon und mache einen Knoten. Fertig ist dein Quetschball. Wow, das ging ja einfach. Das macht Spaß. Ich könnte das den ganzen Tag machen. Wow, lass sie uns aneinander drücken. Nimm das. Oh ja, das zieht richtig. Hallo? Oh, hey, hab dich nicht gesehen. Ab jetzt wirst du meine Tochter trainieren, okay? Okay. Hi, was soll ich tun? Das war ein Tag. Zeit, sich zu entspannen. Das habe ich mir verdient. Zu heiß. Bring ihn weg. Ich bin ganz verspannt. Vor jeder Trainingseinheit muss man sich dehnen. Meine leichteste Übung. Leicht, sagst du? Krieg ich so Bauchmuskeln? Na klar, falls nicht, kauf dir deine Mutter welche. Nach dem Training kauft mir meine Mami ein Pony. Das hast du dir verdient. Meine Güte, das Training macht mich hungrig. Wir sollten uns über gesunde Ernährung unterhalten. Mit gemachten Nägeln fühle ich mich gleich viel besser. So, dann sehen wir mal, wie viel meine Prinzessin geschafft hat. Wir haben hart trainiert. Wir? Ja klar, ich spüre meine Beine nicht mehr. Danke für deine harte Arbeit. Hier, deine Bezahlung. So viel? Lass uns gehen, Schatz. Das Pony wartet. Bis zum nächsten Mal. Wieder nicht im Lotto gewonnen. Ist es schon soweit? Ja, darauf habe ich mich gefreut. Siehst du sie? Okay, bereit. Stein, Schere, Papier. Juhu, ich bin dran. Na gut. Ellenbogen anspannen. Jetzt nach links und rechts. Hey, neue Übung. Jetzt nach links und rechts strecken. Ellenbogen zum Knie. Gut so. Ellbogen zum Knie. Ellenbogen zum Knie. Okay, jetzt bin ich dran. Ich brauche sowieso eine Pause. Und runter, halten und wieder hoch. Sie machen jetzt Squats. Oh nein, ich hasse Squats. Und die Zehen berühren. Schön strecken. Schnell, Mama, berühr deine Zehen. Gut, und jetzt einatmen. Ihr wart klasse. Das war's? Sie sind fertig. Schon? Zum Glück war das Training umsonst. Zeig mir deine Muskeln. Die sind sehr lecker. Die könnte ich den ganzen Tag essen. Ich habe auch was gemacht. Das ist perfekt und sieht lecker aus.
Was ist das denn? Nein! Gib das her! Hä? Wo ist das hin? Du darfst doch keinen Sand essen. Warte mal, hier, nimm das. Danke, Dad. Oh, das war echt knapp. Oh, was ist denn da in meiner Tasche? Ich habe eine Idee. Tada! Willkommen in Dads Küche. Ich habe einen Mixer und viele Cracker. Lasst uns zusammen kochen. Die Cracker gebe ich in den Mixer. Und zerkleinere sie. Toll, wie sich das dreht. Was ein Aroma. Das gebe ich nun auf einen Teller. Das sollte reichen. Ein klassisches Dad-Gericht. Mwah. Au revoir. Hey Sunny, ich habe hier was für dich. Oh, her damit. Hier für dich. Das sieht aus wie Sand. Und ich kann ihn essen. Echt lecker. Ist dieses Kinderzimmer nicht bezaubernd? Schatz? Ich habe den goldenen Kinderwagen. Genau wie du wolltest. Warte. Du musst keinen Kinderwagen schieben, mein Schatz. Der Chauffeur. Nice. Wir werden Spaß haben. Ja, hallo? Danke, Liebster. Brauchst du eine Fahrt? Übung macht den Meister. Und rein mit dir. Komm, wir gehen Eis essen. Wow, ein goldener Kinderwagen. So einen habe ich noch nie gesehen. Ich habe nicht mal einen normalen. Ein Wassertank. Zeit, kreativ zu werden. Not macht immerhin erfinderisch. Ist der nicht niedlich? Zeit für unsere Testfahrt. Und rein mit dir, Kleines. Und schön zudecken. Oh, ich freue mich so. Guten Tag, kann ich helfen? Diese Kleider sind alle umwerfend. So viel Glitzer. Wow, die ist ja wirklich hübsch. Hab den Gewinner gefunden. Oder dieses. Oh, ich fühle mich auf einmal ganz benommen. Oh gut, ein großer, bequemer Stuhl. Ich setz mich mal lieber hin. Das ist ja wie eine Sauna hier drin. Hä? Oh, haben Sie Hitzewallungen? Die Luft könnte kühler sein. Sie haben absolut recht. Ich fühle mich schon besser. Ich nehme das und alles, was Sie haben. Okay. Das ist alles, was wir haben. Kann ich sonst noch was tun? Ach, das war's. Das sollte alles abdecken. Das ist eine verdammt riesige Menge Geld. Also gut, es wird Zeit zu gehen. Bye. Wow. Was für ein schöner Morgen. Ich kann nicht glauben, dass das gerade passiert ist. So viel zum Thema Frühstück. Oje, das ist echt hinüber. Kann mir jemand helfen? Komm schon. Das passt. Naja, also so ungefähr. Dieser Laden hat so viel Zeug. Sie suchen nach Kleidung? Wie wäre es hiermit? Auf jeden Fall. Fünf Mäuse? Ich denke nicht. Wie wär's mit den reduzierten Sachen? Das klingt doch gut. Wow, hier kriege ich noch viel mehr für mein Geld. Ich bin eine reiche Mama. Gott, wie aufregend. Ups,
ich habe sie gar nicht gesehen. Achtung, Welt, hier komme ich. Bis dann. Aha. So ein langweiliger Tag. Vielleicht flüchte ich einfach in eine andere Welt. Hey, gar nicht so übel. Ich bin reich. Hey, so hatte ich mir das aber nicht vorgestellt. Mann, ist das staubig. So, schon viel besser. Und was gibt's noch zu tun? Irgendwie ist das voll beruhigend. Ich meine, der Haushalt schmeißt sich nicht von allein. Nice. Was muss noch erledigt werden? Oh, euch sollte man mal wieder gießen. Das reicht. Wow, ist das für mich? Das kommt auf das Sparkonto. So ein Jammer. Yes, ich gehe voll ab. Jetzt kommt der Finishing Move. Gleich passiert es. Wieso ist das Internet so lahm? Ich hätte fast gewonnen. Das haben wir gleich. Mal sehen. Nun geh schon ran. Ein Anruf. Ja, stimmt. Hallo? Hallo, ich brauche eine schnellere Verbindung. Alles klar, schon erledigt. Ja, die Verbindung ist wieder da. Hallo? War das alles? Yes! Ich gewinne immer! Richtiges Essen. Diese Nachtschichten werden nie einfacher. Noch die halbe Schicht vor mir. Das verschafft mir etwas Zeit zum Schlafen. Ah. Die Operation Snack-Attacke ist in vollem Gange. Diese Insassen bekommen heute Abend Essen. Hoffentlich mögen sie Schokolade. Ha! Blink wie eine Katze. Die Wache schläft fest. Schlechter Traum, was? Vorsichtig. Das war knapp. Bein Nummer 2. Wow. Mann, Abbruch! Abbruch! Wo kann ich mich verstecken? Ich schaffe das. Ziemlich geräumig sogar. Was ist hier los? Ich glaube, ich habe was gehört. Ach, nur eine Maus. Zurück ins Schlummerland. Ich bin drin. Wie lange ist das schon hier? Ich habe das andere Ende erreicht. Spinnennetz. Hier könnte wirklich mal geputzt werden. Wer ist da? Ich bin's. Komm schon. Gabby, entschuldige bitte. Ich komme mit Geschenken. Alles für mich? Lass uns schlemmen, oder? Ich habe Süßes so sehr vermisst. Jetzt musst du das nicht mehr. Hey, wieso steht hier diesmal nichts? Ja, ich kapier's auch nicht. Hier gibt's gar nichts. Warte, ich weiß, was wir tun könnten. Oha, schau einer an. Du siehst toll aus. Wow. Danke, ich habe dieses Outfit immer dabei. Aber jetzt muss ich den fehlenden Schatz finden. Aber das ist deine Karte von der ganzen Welt. Wie soll die helfen? Heureka, ich weiß genau, wo er ist. Ich habe mein Lasso dabei. Willst du das sehen? Erst schwingen und dann werfen. Erwischt. Komm schon, hilf mir ziehen. Oh, zieh fester. Los. Wir haben's. Puh, das war ganz schön anstrengend. Jetzt machen wir das auf und sehen, was drin ist. Warte, was ist mit mir? Ich habe immer noch nichts. Ach, na gut. So, bist du jetzt zufrieden? Willst du mich verarschen? Wow. Jetzt geht's los.
Wie cool! Ich habe einen Wassermelonen-Gummilolli. Wie bitte? Unfassbar, dass du den bekommen hast. Der sieht voll lecker aus. Das stimmt. Ich hau rein. Oh mein Gott, der ist so gut. Toll, ich hoffe, ich habe auch einen. Oh, ich habe Wassermelone. Juhu. Ja, das ist blöd. Ich bin froh, dass ich die nicht habe. Ich bin es langsam leid, nur Wassermelone zu essen. Hey, vielleicht kann ich dir ein bisschen aufpeppen. Also gut, ich habe die Melone, ein Messer und eine Schüssel. Ich gebe die kleingeschnittene Melone in die Schüssel. Und dann zerdrücke ich alles mit einem Löffel. Das sollte reichen. Jetzt gieße ich das in diese Eisform. Neben dem Saft kommen auch ein paar Wassermelonenstücke rein. Und dann muss ich nur noch den Stiel reinstecken. Oh, ich verstehe schon, was du da machst. Clever. Okay, die müssen jetzt gefroren sein. Und schon habe ich mein eigenes Wassermeloneneis. Wow, das sieht echt gut aus. Na gut, du bekommst auch eins. Hier hast du's. Du hast Glück, dass ich so nett bin. Ich möchte gerne rein. Keine Süßigkeiten. Na gut. Hier. Sowas von lame. Hi. Hey, ich hab doch gerade gesagt, keine Süßigkeiten. Na gut. Bist du jetzt zufrieden? Was will ich denn mit der Zuckerwatte? Zum letzten Mal. Keine Süßigkeiten. Das ist nicht mal meine. Oh, was mache ich damit? Beeil dich, ich warte. Das ist unfair. Ich habe eine Idee. So ein weiches Fell. Darf ich jetzt rein? Jetzt kannst du rein. Danke sehr. Endlich bin ich im Club. Und ich habe sogar Zuckerwatte dabei. Voll lecker. Und sehr elegant. Fast so, als würde man Wolken essen. Wow, davon brauche ich ein Beweisfoto. Hä? Hey, psst, Kumpel, das musst du sehen. Was? Das ist kein Fell. Ich bin stinkwütend. Das war so ein genialer Einfall. Guter Versuch. Her damit. Was? Das hier? Ich bin kein Idiot. Haarig. Das kitzelt im Rachen. Alles okay bei dir? Das ist keine Zuckerwatte. Ups. Hier, so gut wie neu. Viel Spaß beim Tanzen. Eklig. Stopp. Essen ist nicht erlaubt. Hände hoch. Na los. Mann. Ja, alles gut. Arme hoch, bitte. Oh nee, kein Essen? Da komme ich ja nie durch. Oh, ich habe noch so viel übrig. Ach. Ja. Oh, das sieht ähnlich aus, oder? Da komm schon, schnell nachdenken. Natürlich. Grüne Dreads, los geht's. Okay, du kannst reingehen. Ich? Ich komme. Wenn du Essen hast, werde ich's finden. Chill. Ja? Snacks zu essen lässt mich Probleme vergessen. Ich will Spaß haben, nicht mein eigenes Grab graben. Ich kenne die Vorschrift, bin ich der, der sie bricht? Lass mich einfach rein und stell mir kein Bein. Oh ja, das war gut. Essen schmuggeln verboten, yo. Ha, das war toll. Rein mit dir. Hey, schöne Haare, Kumpel. Yeah? Nun, und die schmecken noch besser. Wow. Ja, ich weiß. Darf ich? Ja. Ich liebe Grün. Hm.
Pass auf, meine Zauberkräfte können den Ball bewegen. Wow, wie machst du das? Nimm es. Ich will auch zaubern können. Es bewegt sich nicht. Ich glaube, es ist kaputt. Ich zeig dir meinen Zaubertrick. Probier's damit. So, es bewegt sich. Machst du das? Oh nein, pass auf. Zack. Wow, das war knapp. Manu, jetzt kann ich nicht mehr spielen. Es ist weg. Schon gut, reg dich nicht auf. Ich bring das in Ordnung. Schneide ein Papier aus und teile es so ein. Falte es dann zu einem Würfel. Klebe es mit Tesa zusammen. Mach noch einen Würfel und klebe die beiden zusammen. Lege die beiden Würfel aufeinander und klebe an beide Seiten Klebeband als Scharnier. Mach das Ganze noch ein paar Mal und benutze unterschiedliche Farben. Baue aus den Würfeln ein langes Rechteck und klebe sie alle aneinander. Lege die Würfel aufeinander und klebe sie auch hier zusammen. Mach das an allen Seiten. Danach klebe verschiedene Emojis auf die jeweiligen Würfelseiten. Du kannst all deine Lieblings-Emojis nehmen. Jetzt hast du immer eine andere Kombination an Emojis. Check das mal aus. Weiß nicht. Was ist das denn? Das ist eigentlich ganz cool. Das ist toll. Das hast du gemacht? Ja. Wow. Oh. Hä? Was ist das für eine Zauberei? Psst. Das ist unfair. Ich will auch auf die Party gehen. Aber ich kann nicht. Ich muss erst aufräumen. Und das wird ewig dauern. Ich fange lieber mal an. Das sieht echt übel aus. Hoffentlich begegne ich keiner Spinne beim Putzen. Klopf, klopf. Na, wie läuft's hier drinnen? Oh, sie schuftet so hart. Oh, eine Party-Einladung für heute Abend? Das bringt mich auf eine Idee. Phew, echt anstrengend. Stell dir vor, es wäre ein Spiel. Dann wird's einfacher. Ah, so hell. Ich bin deine gute Fee. Ich werde dir einen Wunsch erfüllen. Anstelle zu putzen, darfst du auf die Party gehen. Wirklich? Oh, vielen Dank. Bis dann. Puh, sie hat's nicht bemerkt. Ganz schön heiß. Dann leg ich mal besser mit Putzen los, bevor sie wiederkommt. Mann, ist das unordentlich. Tolle Party. Ich liebe diesen Song. Was ist hier los? Raus mit euch. Die Party ist vorbei. Yeah. Was hast du dir dabei gedacht? So ein Schweinestall. Ups, ich gehe da mal shoppen. Bis später, Mami. Wie bitte? Und wer räumt auf? Naja, ich bin reich, also putze ich nicht. Hallo? Ja, ich brauche einen Reinigungsdienst. Ich bin Putzrobot, bereit zum Putzen. Ein Glück. Einmal putzen, bitte. Verstanden. Aktiviere das Schnellputzprogramm. Ordnung wiederhergestellt. Aktiviere Schlafmodus. Wunderbar, ein klasse Service. Mehr. Putzrobot ist nicht billig. Na schön hier. Auf Wiedersehen. Soll ich meins öffnen? Na gut, es geht los. Warte, ich habe eine verrückte Idee. Wir tauschen. Ja, das ist eine tolle Idee. Mal sehen, was ich jetzt habe. Hey, das ist eine Wassermelone. Yes, das ist fantastisch. Nice, mal sehen, was ich hab. Hey, was soll das? Ich hab eine leere Wassermelonschale. Die ist komplett ausgekratzt. Wie esse ich die am besten? Mit dem Mund? Mit den Händen? Mann, ich wünschte, ich hätte Besteck oder ähnliches. Nicht zu fassen, dass er diese Wassermelone bekommen hat und ich nichts. Hey, warte mal, ich hab eine geniale Idee. Dann setze ich die mal in die Tat um. Hä? Ich wusste, dass sich dieser Schleim als nützlich erweisen wird. Okay, ich schütte das einfach in die leere Schale. Rein damit. Glubsch, glubsch, glubsch. Ausgezeichnet, die komplette Schale ist voll. Und jetzt müssen noch Samen rein, damit sie echt aussieht. Jetzt muss ich nur noch tauschen. Fertig, und er hat nichts mitbekommen. Endlich, jetzt kann ich diese lecker aussehende Melone essen. Hey, was zum Teufel ist das? Das ist gar keine Wassermelone, das ist Fake, das ist Schleim. Oh wow, wie schade, dass sie nicht echt ist. Aber ich esse jetzt meine, ich kann es kaum erwarten. Okay, wie wär's damit? Ich bin ein Schleimgesicht. Du hast mich erschreckt. Du spinnst doch. Hier,
Wir teilen uns die Melone. Oh, danke. Das sieht wie echt aus. Hoffentlich funktioniert das auch. Juhu! Oh, ich muss mich zusammenreißen. Hi, ich bin ein Besucher. Okay, kennst du schon die Regeln? Make-up verboten. Ja, ich weiß. Hm, was ist das? Sag es mir! Das ist nur Eis. Oh, sieht echt lecker aus. Darf ich eins haben? Aber selbstverständlich. Hier, danke. Sowas fand gut. Willst du alle haben? Darf ich Annie ein Eis bringen? Ja, hör auf zu nerven. Yes! Hi! Sieh mal, was ich hier habe. Ein Eis! Mm. Nein! Nicht! Sieh mal hin, nein! Wow! Nagellack! Das ist besser als ein Eis. Ich helfe, wo ich kann. Wow, die Farbe ist toll und steht mir echt gut. Ja, alles meins. Natürlich, Miss. Mann, warum bist du so gut da drin? Ja! Ja, ich verbringe meine ganze Zeit hier drin. Och, Mann. Sorry? Hm. Los. Okay. Aha. Ja! Ja! Uhu! Ach. Naja, mal sehen, was du zu bieten hast. Zeit für einen Film. Och, hier gibt's echt einfach nichts zu tun. Wow. Meins. Och Mann, nicht schon wieder. Huh? Oh, ja. Haha, ja. Hey. Hör sofort auf mit dem Lärm. Okay. Wuff, wuff, wuff. Wuff. Naja, besser als nichts. Okay. Ich habe eine Nachricht. Oh, es ist Jake und er hat einen Haufen Süßigkeiten für mich. Ja, Süßigkeiten. Ich kann es kaum erwarten. Das wird super. Dieser Bruch sieht ziemlich ernst aus. Oh, stopp. Es gibt keine Snacks hinter diesem Punkt. Es darf nur gesundes Essen hier rein. Okay, naja, gut, dass ich einen Backup-Plan habe. Ich brauche nur diesen Obstkorb, damit alles klappt. Ich habe gesagt, was du getan hast und die Snacks durch gesunde Leckereien ersetzt. Okay, dann lass mich das noch überprüfen. Mein Bonbon-Stethoskop sieht schon, was da los ist. Bonbon-Stethoskop? Ich wusste gar nicht, dass es sowas gibt. Ja, ich verstehe. Na, lass mich hier nur nachschauen. Oh, ist das doof. Na, der wird doch nichts finden. Okay, du scheinst sauber zu sein. Ich habe nichts gefunden. Funktioniert das Stethoskop überhaupt? Das hätte ich nicht tun sollen. Hey, Jen, da bin ich mit deinen Snacks. Aber mehr Obst? Ich habe bereits eine Menge Obst. Jen, im Ernst, du wirst dieses Obst essen wollen. Ach, Jake, ich bin satt, Obst zu essen. Ja, aber meins ist besonders. Schau. Ja, es ist mit Süßigkeiten gefüllt. Ah! Warte, bis du die anderen gesehen hast. Wie diese Ananas. Ich weiß, wie sehr du Gummibärchen liebst. Oh ja, das tue ich. Du hast dir gemerkt, dass sie meine Lieblinge sind. Oh, ich weiß gar nicht, wo ich anfangen soll. Okay, den Apfel mit den Marshmallows bitte. Oh, das ist der beste Obstkorb. Ich stehe dir bei. Dafür sind Freunde ja da. Danke, Jake. Du hast mir wirklich den Tag versüßt. Es gibt doch nichts Schöneres als einen Tag am Strand. Sonne tanken, sich etwas bräunen. Hey, da ist etwas unter dem Sand. Okay, das ist irgendwie seltsam. Was ist das? Irgendwie aufregend, oder?
Oh, ich habe meinen Traummann gefunden. Oh nein, die suchen schon wieder nach Handys. Ich muss mir was einfallen lassen. Wie bekomme ich es nur da rein? Der Typ ist sicher keine Hilfe. Da drin ist es wie in einer anderen Welt. Oh, ja? Ich hab's. Und los geht's. Chris. Redest du mit mir? Darf ich? Auf keinen Fall. Oh, bitte, bitte. Oh, aber das kostet. Oh, widerlich. Aber okay. Hm, ich befeuchte sie noch für dich. Hier, kiss das. So sanft. Das war der Wahnsinn. Das Fischglas gehört ganz dir. So, und jetzt zu meinem Plan. Wie gut, dass ich beim Mittagessen keinen Hunger hatte. Wichtig ist, dass sie gut verschlossen ist. Die Steine werden es verdecken, siehst du? Und jetzt zum großen Finale. Yes! Hallo! Oh, ich liebe Fische. Du darfst reingehen, Annie. Zeit für einen kleinen Tauchgang. Entschuldige, kleiner Kerl. Schön trocken. Tja, dank des guten alten Plastiks. Das ist so ein süßes Bild. Ich liebe dieses Glitzer. Das funkelt so schön. Whee! Nochmal! Das Glitzer ist überall. Das macht so Spaß. Was zum... Wow, so viel Glitzer. Das bringt mich auf eine Idee. Hallo? Jemand da drin? Hm, ich glaube, es ist frei. Oh. Ach, komm schon. Ich brauche die Klopapierrolle. Aber der Gestank. Hupsi! Das war ekelhaft. Was ist Kevin bloß? Verhalte ich cool. Bin nur eine Pflanze. Hier gibt's nichts zu sehen. Ja, ich glaube, ich habe alles, was ich brauche. Oh, was machst du da? Siehst du gleich. Wickle Papier um eine leere Klopapierrolle. Als nächstes zeichne auf die Rolle in etwa so. Stecke dann einen halbvollen Ballon rein. Ziehe den Ballon nach unten, sodass er feststeckt. Male mit Filzstift ein Gesicht auf den Ballon. Sei dabei so kreativ, wie du willst. Mit etwas Papier kannst du der Katze noch Tatzen verpassen. Jetzt hast du dein eigenes Squeeze-Toy. Schau! Wow! Komm, wir spielen was zusammen. Oh nein! Kein Klopapier! Tja, das wird wehtun. Ja, die nächste Challenge. Warum machst du nicht zuerst auf? Mach doch du dieses Mal zuerst. Warte, ich? Wirklich? Oh mein Gott, ja, ich will so gern. Oh mein Gott, siehst du das? Ein ganzer Kuchen. Und der ist mit Keksstücken und ganzen Donuts verziert. Ist doch nicht zu glauben. Weißt du was? Ich will da jetzt sowas von reinhauen. Wow, ich glaube, das ist das Beste, was ich je gegessen habe. Ja, das sieht wirklich gut aus, sogar von hier drüben. Ich kann nicht aufhören. Wow, du hast ja das ganze Ding auf einmal verschlungen. Aber ich kümmere mich jetzt um meins. Wow, ich habe auch eine Torte. Mit Donuts und Süßigkeiten obendrauf. Sind das Marshmallows? Ja, tatsächlich. Praktisch ein ganzes Sammelsurium an süßen Leckereien. Ich wette, es schmeckt genauso gut wie seins. Die wird ewig brauchen mit dem Löffel. Ich helfe ihr mal besser. Ich klau mir einfach ein Stück aus der Mitte. Sie schaut gerade nicht hin. Oh ja, wow, das sieht wirklich lecker aus. Sie kriegt das gar nicht mit. Schnell runter damit. Ah, gleich noch ein Stück. Hä? Was ist das? Da fehlt ja ein riesiges Stück. Und ich weiß auch schon, wer das war. Hey, du hast von meinem Kuchen genascht. Was? Ich? Von deinem Kuchen? Nein. Naja, ist mir egal. Ich probiere jetzt was von der Verzierung. Ich liebe Marshmallows. So süß. Das sieht wirklich gut aus. Ich nehme mir einfach noch ein bisschen. Komm schon. Ja, und schnell ab in den Mund. Hä? Was ist hier los? Hey!
Ich kann's nicht fassen. Du hast über die Hälfte meines Kuchens gegessen. Hä? Was? Ich? Natürlich war ich das nicht. Ich würde so etwas niemals tun. Ich schwöre. Du schwörst? Tja, deine Zähne erzählen was ganz anderes. Hä? Was meinst du? Hier, schau dich an, Kuchendieb. Haha, siehst du? Hab ich dir ja gesagt.